Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. Drohnen werden zunehmend in der Militärindustrie eingesetzt. Immerhin werden sie ferngesteuert, ohne das Leben des Piloten zu gefährden. Mit ihrer Hilfe lassen sich die Aufgaben der Aufklärung, der Beobachtung, aber auch des Angriffs auf den Feind mit verschiedenen Waffen lösen. Heute zeigen wir euch die 10 verrücktesten Militärdrohnen der Welt. Sparrow Hawk. General Atomics Aeronautical Systems hat erfolgreich Flugtests mit dem unbemannten Kleinflugzeug Sparrow Hawk durchgeführt. Das Konzept des Sparrow Hawk ist faszinierend. Eine Drohne, die von der unbemannten Plattform MQ-9 Reaper oder MQ-1C Grey Eagle getragen wird und gestartet und wieder eingeholt werden kann, um eigene, einseitige Aufklärungsoperationen durchzuführen. Die Drohne wird über die von GAASI entwickelte METIS Software Defend Control Station gesteuert und kann von einem Laptop aus von einem Bodenelement bedient werden. Die Möglichkeiten, die Sparrow Hawk bietet, sind kampfverändernd. Über die Erweiterung der Reichweite und der ISR-Fähigkeit der MQ-9 oder MQ-1C hinaus könnte die Plattform als unabhängige Plattform für die elektronische Kampfführung zum Schutz des Hauptträgers oder nachfolgender Kampfflugzeuge oder Raketen dienen oder sogar als eigenständige Munition eingesetzt werden. CH-7. Chinas neue Generation des unbemannten Tarnkappen-Kampfflugzeugs CH-7 wurde auf der Airshow China 2018 in Zhuhai vorgestellt und gilt als die modernste Drohne, die China entwickelt hat. Shi Wen, der Chefingenieur und Konstrukteur der chinesischen Chaihong CH, sagte, dass die Leistung der CH-7 in vielen Bereichen viel besser ist als die US-amerikanischen RQ-170 und der RQ-180 recht nahe kommt. Die CH-7 ist 10 Meter lang und hat eine Flügelspannweite von 22 Metern. Sie hat ein maximales Startgewicht von 13.000 Kilogramm, eine Reiseflughöhe von 10 bis 13 Kilometer, eine Reisegeschwindigkeit von 610 bis 720 Stundenkilometer und eine Flugdauer von 15 Stunden. Die CH-7 verfügt auch über interne Waffenschächte, sodass sie in der Lage ist, Waffen wie Strahlenschutzraketen, Luftboden- oder Schiffsabwehrraketen und präzisionsgelenkte Langstreckenbomben zu starten. Gorlitzer. Im Jahr 2016 stellte das Staatsunternehmen Antonov, das zum Staatskonzern Ukrooborno-Prom gehört, seine neueste Entwicklung vor, das neueste taktische unbemannte Angriffsfahrzeug ANBK-1 Gorlitzer. Die Gorlitzer besteht aus 4 Drohnen, die buchstäblich vollgestopft sind mit Ortungssystemen und optionalen Waffen, einer Bodenkontrollstation, einer Startrampe, Transport- und Reparaturanlagen. Um einen solchen Komplex zu warten, sind 22 Personen erforderlich. Die Drohnen sind mit Verfolgungssystemen ausgestattet, um bewegliche Ziele aus einer Arbeitshöhe von 1800 bis 2400 Metern zu erfassen und zu unterscheiden, sowie hochpräzise Munition auf das Ziel zu richten. Bei einem Eigengewicht der Drohne von 150 Kilogramm beträgt ihr Nutzgewicht 50 Kilogramm. Dadurch wird es möglich, nicht nur Aufklärung zu betreiben, sondern auch Angriffswaffen zu installieren, die von einem Bediener von einer Bodenstation aus gesteuert werden können. Doosan. Südkoreanische Armee kauft wasserstoffbetriebene Drohnen von Doosan. Die Defense Acquisition Program Administration, DAPA, die südkoreanische Beschaffungsbehörde für Rüstungsgüter, hat dem Kauf von wasserstoffbetriebenen Drohnen von Doosan Mobility Innovations zugestimmt, einem Anbieter von Drohnenlösungen auf der Basis von Brennstoffzellen. Der Auftrag im Wert von über 700.000 US-Dollar soll die Fähigkeiten des koreanischen Militärs zur Luftüberwachung stärken. Die wasserstoffbetriebenen Drohnen werden bis November dieses Jahres ausgeliefert. Diese Drohnen sind klein, können aber im Vergleich zu herkömmlichen Batteriedrohnen lange fliegen. Außerdem sind sie im Vergleich zu Benzindrohnen geräusch- und pulsationsarm, was bei verdeckten Überwachungs- und Aufklärungseinsätzen hilfreich ist.
Diese Drohnen werden auch mit elektrooptischen und Infrarotkameras ausgestattet. Rustum 2. Das unbemannte Luftfahrzeug Rustum 2 ist das jüngste Mitglied der Rustum-Drohnenreihe, zu der auch Rustum E, Rustum H und Rustum C gehören. Es ist für den Einsatz bei den indischen Streitkräften, einschließlich Heer, Marine und Luftwaffe, für Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsaufgaben vorgesehen. Die Drohne Rustum 2 basiert auf dem unbemannten Kampfflugzeug Rustum H und verfügt über eine leichte Zelle. Sie hat eine Länge von 9,5 Metern und ein Leergewicht von 1800 Kilogramm. Die Drohne ist so konzipiert, dass sie eine Vielzahl von hochmodernen Nutzlasten mit einem Gewicht von bis zu 350 Kilogramm tragen kann, um sowohl bei Tag als auch bei Nacht einsatzfähig zu sein. Die Rustum 2 kann mit einer Höchstgeschwindigkeit von 225 Kilometer die Stunde fliegen und bis zu 24 Stunden lang durchhalten. Altius. Die neue russische Langstreckendrohne Altius Medium Altitude Long Endurance UAV ist die erste einheimische Drohne, die an Bord über einen Satellitenkommunikationskanal Steuerbefehle an die Drohne und Aufklärungsdaten von der Drohne an den Boden übertragen kann. Der Altius hat eine Spannweite von weniger als 30 Metern und wird von zwei 500 PS starken VK-800C Turboprop-Triebwerken angetrieben, die von Klimov Design Büro entwickelt wurden. Er kann auf eine Höhe von 14 Kilometern steigen und hat eine Flugautonomie von bis zu 48 Stunden. Altius wird auch über Elemente künstlicher Intelligenz verfügen, um mit Sukhoi SU 57 Kampfjets der 5. Generation zu integrieren. Es wird Routen festlegen, um die Luftabwehr ohne menschliches Eingreifen zu umgehen, wichtige Ziele zu finden und anzugreifen und zur Basis zurückzukehren. Perdix. Die Perdix-Drohnen sind der Hauptgegenstand eines Versuchsprojekts des Strategic Capabilities Office des US-Verteidigungsministeriums, das auf die Entwicklung autonomer Mikrodrohnen für die unbemannte Luftüberwachung abzielt. Der Einsatz mehrerer Mikrodrohnen zur Überwachung ist taktisch vorteilhafter als der Einsatz einer einzigen großen Drohne, da die Mikrodrohnen leichter Luftabwehrsystemen ausweichen können. Die Drohnen sind in der Lage, gemeinsam festzustellen, ob sie einen Auftrag erfüllt haben, was einige Kommentatoren zu der Behauptung veranlasst, dass die Perdix-Drohnen künstlich intelligent sind. Die Perdix-Drohnen bestehen aus zwei Flügeln, die von einem Kunststoffkörper überspannt werden, der eine Lithium-Batterie und eine kleine Kamera enthält. V247 Vigilant. Die Bell V247 Vigilant ist ein neues, unbemanntes Mehrzweck-Kipprotor-Luftfahrzeug, das von der Textron-Tochter Bell Helicopter entwickelt wurde, um die künftigen Anforderungen des US Marine Corps zu erfüllen. Bell Helicopter stellte das Design der Kipprotor-Drohne V247 Vigilant im September 2016 vor. Die Drohne soll bis 2023 in die Produktionsphase gehen. Die Bell V247 Vigilant kann für eine Reihe von Missionen eingesetzt werden, darunter elektronische Kampfführung, luftgestützte Frühwarnung, Begleitschutz für Kipprotorflugzeuge des Typs V22, V280, Führung, Kommunikation und Computer, Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung, dauerhafte Feuerunterstützung und taktische Nachschublieferungen. Das unbemannte Flugzeug wird mit einem modularen Nutzlastsystem ausgestattet sein. Die offene Architektur des Systems wird die Integration von Waffensystemen je nach Einsatzart ermöglichen. AGS. Die NATO erwirbt das Alliance Ground Surveillance System AGS, das den alliierten Streitkräften bei allen militärischen und zivilmilitärischen Missionen der NATO, einschließlich friedenserhaltender Maßnahmen und humanitärer Katastrophenhilfe, ein bisher unerreichtes Situationsbewusstsein zu Lande und zu Wasser nahezu in Echtzeit bieten wird. Die NATO betreibt und unterhält das AGS-System, das aus 5 ferngesteuerten NATO-Flugzeugen vom Typ RQ-4D und den dazugehörigen europäischen Bodenkontrollstationen besteht. Das NATO-Flugzeug AGS RQ-4D basiert auf dem Global Hawk Block 40 der US-Luftwaffe.
Es wurde in einzigartiger Weise an die Anforderungen der NATO angepasst, um dem Bündnis eine hochmoderne Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsfähigkeit zu bieten. Mithilfe fortschrittlicher Radarsensoren werden diese Systeme bewegliche Objekte erkennen und verfolgen und Radarbilder von interessanten Gebieten und stationären Objekten liefern. CORSA. Das unbemannte Luftfahrzeugsystem CORSA wurde vom Latch Design Büro in Russland entwickelt. Die Drohne kann so konfiguriert werden, dass sie eine Vielzahl von militärischen Aufgaben wie Überwachung, Luftaufklärung, Patrouille und Beobachtung, Zielerfassung, Luftaufnahmen und Frachttransport erfüllen kann. Sie kann auch mit anderen Boden- und Luftplattformen innerhalb eines sicheren Netzwerks zusammenarbeiten. Der CORSA kann mit elektrooptischen Systemen und einer digitalen Luftbildkamera zur Sammlung von Aufklärungsinformationen, Bildern und Videostreaming ausgestattet werden. Die Drohne kann eine Höhe von 100 bis 5000 Metern erreichen und ist damit außer Reichweite von Handfeuerwaffen und verschiedenen Arten von tragbaren Luftabwehrraketensystemen. Das unbemannte Luftfahrzeug erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h die Stunde und kann bis zu 8 Stunden in der Luft bleiben. Es ist in der Lage, bei allen Wetterbedingungen zu operieren. Das war's, Freunde! Danke fürs Zuschauen! Schreibt in die Kommentare, welche der Drohnen euch am besten gefallen hat. Klickt außerdem auf den Gefällt mir-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine neuen interessanten Videos mehr verpasst.